Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder zu unserem Realismus-Selbstversuch hier am Hof Kneißl auf der Ellerbach zum Donnerstag. Ich wünsche euch einen wundervollen Donnerstag. Ich hoffe, es ist Donnerstag. Gut, wir haben in der letzten Folge hier drüben Gülle ausgebracht. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Wenn wir uns das Ganze mal auf unserer Übersichtskarte anschauen, sehen wir, dafür hat es noch gereicht, mehr nicht. So ist es halt. Ne? Wir sind hier im ersten Jahr, das bleibt halt einfach so. Da haben wir einen höheren Ertrag und dann sonst halt nicht. Gut, dann haben wir den pH-Wert. Und ihr habt mir geschrieben und auch der Shomi mal wieder, Grüße an der Stelle an euch allen, die mir den Tipp gegeben haben. Ich soll nicht ganz so extrem auf die Farben hier in dieser Übersicht schauen. Und das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Also verstehen schon, ich verstehe nicht, warum Giants das so macht. Wenn wir uns das Ganze mal kurz betrachten. Ich switche mal ganz kurz rüber zum Feld. Denn ihr werdet sehen, das sind zwei unterschiedliche Welten. Vielleicht gibt es da eine ganz einfache Erklärung, die ich aktuell halt nicht verstehe. Aber ich bin ja ein Spiele und somit sollte eigentlich mir das Spiel ja irgendwann die Logik nahelegen. Das tut es aber noch nicht. Denn wenn wir uns rechts unten jetzt das Ganze anschauen, sehen wir, pH-Wert ist schlecht. Wenn ich jetzt hier reingehe im pH-Wert, sind wir eigentlich im guten Mittelfeld. Normalerweise, wenn er schlecht wäre, müsste es doch hier auch rot sein. Habt ihr eine Antwort? Habt ihr eine Idee? Für mich bedeutet es jetzt halt immer, und ich habe mich jetzt daran schon gewöhnt, sage ich mal, dass ich eben oft ganz kurz hierher springe und gucke, wie sehen denn meine Felder aktuell aus. Entschuldigung, ich fahre natürlich mit dem Auto hierher, na, und gucke mir das Ganze an und fahre dann wieder heim. Wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen, ein bisschen zugeben. Das ist auf jeden Fall das, was wir heute tun. Wir packen... Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich gesagt Dünger? Wir brauchen Kalk. Es ist richtig, pH-Wert. Stickstoff war Dünger. Genau, und pH ist Kalk. Gibt es denn da eine Alternative zum Kalk? Ich muss gerade mal schauen. Big Bags nehmen wir. Saatgut, Kalk. Ich wüsste nicht, was da sonst noch... Als, wie nennt man das Ganze sonst noch? Mit was kannst du denn da noch gegensteuern? Mit Kalk? Ich muss mal ganz kurz gucken. Also, ich habe es hier mal durchgelesen. Ich gewöhne es mir an. Aber hier steht auch nur, dass Kalk den pH-Wert neutralisiert. Kann man das so sagen? Jetzt ist es allerdings so, ich meine, da war doch noch mal irgendwas. Ich bin mal gespannt. Also wenn ihr da eine Idee habt, immer her damit. Wir werden heute mit dem Fendt auf die Reise gehen. Freut mich schon mal. Ganz arg. So. Dann müssten wir, glaube ich, in unserem Streuer noch was drin haben. Das müssen wir erstmal ausleeren. Das ist schön. Ich mag den Kleen. Wenn der jetzt noch in grün wäre und ja, ich weiß, Ford ist entweder Silber oder Grau. Blau. Aber irgendwie auf grün würde der halt hier noch sehr gut reinpassen. Ich wollte gerade mal so auf die Schnelle kurz meinen Freund Shomi fragen, aber der liegt wohl noch tief und fest im Bett und kann nicht antworten. Deswegen seid mal wieder ihr gefragt. Ist da noch was drin? Sieht nicht so aus, ne? Ne, ist leer. Okay. Dann können wir hoffentlich da Kalk reinladen. Habe ich jetzt wieder nicht kontrolliert. Auch immer so ein Thema, aber da gibt es eine Mod, ne? Da gibt es doch irgendeine Mod, wo du das Ganze trotzdem reinladen kannst. In jeden Düngerstreuer. War das nicht sogar vom Wobster was? Ja, moin, direkt unten gelassen. Es läuft. So, okay. Wir versuchen es.
Es ist eine Try-and-Error-Aufnahmesession, habe ich das Gefühl. Unser neues Gerät hier, den muss ich mir auch noch merken. Faresin. Kann man hier unten eigentlich auch aufmachen? Da würde man doch nie so einsteigen, oder? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass du das untere auch noch öffnen kannst. Naja. Ich habe mir vom Händler kurz Kalk liefern lassen. Aufpassen, dass wir das Sack nicht kaputt stehen. So, und jetzt komme ich nämlich viel höher mit unserem neuen Gerät. Und es geht nicht. Er kann keinen Kalk. Es ist unfassbar. Kann der echt keinen Kalk? Wir haben Tierhaltung. Wo haben wir ihn? Da. Er kann keinen Kalk. Ja, moin. So, ich habe mir jetzt auf die Schnelle einen neuen gekauft. Den alten verkauft. Es tut mir leid, aber das musste ich jetzt ändern, weil ich hatte die Mod vom Wobster drin. Also es ist tatsächlich die Mod vom Wobster, wo automatisch den Fill-Type in den Düngerstreuer reinschreibt, Kalk, aber es geht nicht. Es ging irgendwie nicht, selbst wenn ich den neu gekauft hätte, kein Erfolg. Jetzt habe ich mich hier für den Querleland entschieden. 700 Liter passen da rein. Passt auch wunderbar von der Größe, finde ich, auf unseren Ford. Und deswegen machen wir einfach da weiter. So, der hat hier eine Klappensteuerung, wo wir schön aufmachen können. Und jetzt hoffe ich, dass es zumindest funktioniert. Aber man hat immer mit den Gegebenheiten zu kämpfen, ne? Das ist schrecklich. So, Dankeschön. Wenigstens das funktioniert jetzt. So, dann müssen wir noch ganz kurz einen Blick aufs Wetter werfen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wunderbar, weil es ist heute so ein bisschen diesig, habe ich das Gefühl. Sagt man zumindest bei uns. Klappe zu. Dann können wir hinten hochlassen. Und dann gehen wir ab aufs Feld. Seht ihr das mit der... Ich drücke das Gaspedal voll durch und das ist halt das Schöne an dem Ford. Er fährt halt so langsam, so gediegen. Von der Stelle weg, also Houston, da hast du... Wunderschöne Arbeit gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das mit dem Kuppeln, das üben wir nochmal. Er hat auf jeden Fall zu ziehen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viele Gänge er hat. Er will noch nicht so richtig. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal nachjustieren mit der Gangschaltung. Das nervt mich massiv, dass da einfach die Steuerung dann wieder rausspringt. Und ich dann hier nicht so rangekomme mit der Geschichte. Ich würde sagen, durch das, dass ich hier langsam durch die Gegend eier, sehen wir uns gleich wieder am Feld. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen was experimentiert mit der Gangschaltung. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit und teste mal, ob es funktioniert. Denn ich habe entdeckt, dass es tatsächlich eine Doppelbelegung war innerhalb meiner Steuerung. Und ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt einfach mal das allgemeine Gang hoch, Gang runter rausgenommen und nur über die H-Schaltung lasse ich das Ganze laufen. In der Hoffnung, dass es besser geht, weil gerade eben war wieder innerhalb einer Sekunde die Belegung weg.
Und jetzt schauen wir einfach mal gemeinsam, ob es nun funktioniert oder nicht. Bis jetzt geht's. Ich bin schon mal happy. Weil das hat mir nämlich noch so ein bisschen gefehlt, das wirkliche Handschalten. Dann nehmen wir noch die Kupplung mit dazu, wenn das alles funktioniert. Dann wird es nochmal spannend. Dann gehen wir hier Next Level. Aber die 35 bzw. 34 km/h wirken eigentlich für den Kleinen hier recht sportlich, oder? Meine ich das nur. So, jetzt haben wir 11 Minuten. 11 Minuten eigentlich nichts gemacht, ne? Schrecklich. Beziehungsweise Chaos beseitigt mal wieder. Chaos beseitigt. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. So. Jetzt hoffe ich mal, es funktioniert mit dem Kalk. Wahrscheinlich hätte ich zu Beginn Kalk ausbringen sollen, ne? Und nicht jetzt im Wachstum. Auch hier bin ich mal wieder gespannt auf eure Kommentare. Absolut, apropos Kommentar. Na, ich wünsche dir eine gute Besserung an der Stelle und vielen lieben Dank und ich hoffe, dass weiterhin auch dieses Chaos dir wenigstens ein bisschen Vergnügen bereitet. So, also, ausklappen müssen wir nichts. Wir haben 15 Meter Arbeitsbreite, glaube ich, eingestellt. Na, Arbeitsbreite, automatische Ausbringmenge, Arbeitsbreite müssen wir auf 15 Meter reduzieren. Dann kann ich hier wunderbar zumindest meine Position durchprügeln. Es sieht zwar da hinten ein bisschen nach zu wenig aus, aber ich habe es auf jeden Fall auf 3 Meter Drillen und 15 Meter Arbeitsbreite meine Nacharbeitungen eingestellt. Jetzt wollen wir schon gleich sehen, ob es funktioniert. Wie immer schauen wir nach unserer Tätigkeit das Ergebnis an. Boah, der prügelt es aber auch raus, die 700 Liter, ne? Und wir sind leer. Heiligsblechle ging nicht schnell. Und ich habe gedacht, die 700 Liter, da kommst du ja locker weit. So, lass mal reingucken. Hier drüben sind wir. Ja, wir haben es auf jeden Fall erhöht auf 6,5. Und ich glaube, dann sind wir gut, ne? Dann sind wir, glaube ich, ganz gut. Also, ab nach Hause. Nochmal aufladen. Dass es so schnell jetzt ging, hätte ich nicht gedacht. Aber dann können wir wenigstens das Schalten nochmal üben. Aber dazu machen wir Folgendes. Mit Kupplung. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Mal gucken, wie oft er abwirkt, die Geschichte. Ich versuche das Ganze so ein bisschen schleifen zu lassen. Ich habe ja auch die Mod drin vom Sam. Ich weiß auch nicht mehr, wie dieses irgendwas mit Transmission war, das glaube ich, ne? So, dann hast du nämlich die Übergänge schon mal ein bisschen schöner und dann ruckelt es nicht so komisch. Zumindest, wenn ich das ordentlich mache. Das freut mich schon mal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann lassen wir es einfach ein bisschen gediegener angehen, das Ganze, ne? Die Abkürzung gönnen wir uns jetzt mal nicht. Wir konzentrieren uns auf die Fahrschule hier. Ah, okay. Der hat, glaube ich, nur 3 Gänge, oder? Ich muss mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4... Okay, der hat nur 4 Gänge. Interessant.
Sehe ich das hier irgendwo? Ja. Es sind, glaube ich, 4 Gänge und 2 Gruppen, oder? Zumindest sieht es so aus. Gut. Es ist, heute ist eine Chaos-Folge. Ich weiß, viel gekattet, aber das ist jetzt wieder ein wichtiger Schritt in Richtung unserem Let's Play hier, wo das Ganze, glaube ich, nochmal richtig interessant wird. Ich muss mir bloß merken, dass wir hier nur 4 Gänge haben. Sehr schön. Hat er auch ein Licht? Jawohl. Das ist aber, wie gesagt, so ein bisschen diesig heute noch. So, und jetzt muss ich nämlich auch früher dran denken, hier mal vielleicht ein bisschen auf die Kupplung zu stehen oder so. Oha. Ich muss ja hier dran denken. Ich muss ja runter. Oh. Okay. Das Problem ist, ich bin seit, ich schätze mal so 5 bis 6 Jahren, bin ich Automatikfahrer. Und es ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig mal wieder. Hier zu schalten, das ist ja unfassbar. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich halte euch gar nicht länger auf. Wir werden in der nächsten Folge vermutlich nochmal ein Feld miteinander kalken. Und dann geht es aber so langsam, aber sicher Richtung Ernte. Denn großartig habe ich jetzt erstmal nichts zu tun. Das heißt, wir werden nochmal einen Tag nach vorne spulen. Das erste Jahr wird relativ zügig durch sein. Gehe ich mal schwer davon aus. In dem Sinn wünsche ich euch ein wunderschönes Bergfest noch. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ein Like auf das Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich von der soliden nächsten Folge wieder hier vom Hofkneisel. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.